Hallo liebe Freunde! Freunde, willkommen auf dem wahrscheinlich qualitativ hochwertigsten TV-Video. Wir haben uns einfach mal diese Cam geschnappt, wir hatten Bock mal so eine gute Quali auf TV zu bringen. Wir haben halt so ein Objektiv, das nennt sich 50er. Das 50er! Das 50er! Schreibt mal rein unten in die Comments, und ob ihr das 50er feiert. Deswegen, ihr seht halt hier im Hintergrund ist so alles unscharf. Spiel mal ein bisschen rum so. Die Schärfe da damit rumzuhantieren ist so sauschwer, liebe Freunde. Ja, Cengolo ist halt kein Kameramann. Ja, ich bin hier der beste Cameraman. Aber liebe Freunde, wir erzählen mal kurz, was passiert ist. Es war gestern sehr merkwürdig. Es war so, wie spät war das? 3:30 oder so? Ja. Ich glaube um 3:30 nachts. Das hatten wir noch nie. Wir sind alle wach geworden. Jeder war schon halt im Zimmer und hat gepennt. Und dann haben wir uns so in diesem Wohnzimmer getroffen, so mitten in der Nacht, so, hä, was geht denn hier? Und keiner konnte irgendwie schlafen. Es lag vielleicht am Vollmond, keine Ahnung. Und dann sind wir mitten in der Nacht noch, haben wir einen Kurztrip gemacht, um uns abzulenken und was zu essen zu holen. Da zeigen wir euch mal einen kleinen Ausschnitt. Oh mein Gott, die Polizei verfolgt uns gerade. Oh shit. Schnell, 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 schnell. Hallo. Bild. Bild. Liebe Freunde, das war der gestrige Tipp. Wir wurden noch ein bisschen verfolgt von der Policeman, ne? Hashtag Crime, ihr wisst es, liebe Freunde. Ansonsten, der heutige Tag ist so ein bisschen, weiß nicht. Es ist ja, so, wir filmen mal, ohne dass man sieht, wo wir wohnen. Hier, warte, ich mach mal kurz. Im Moment denkt man, es sieht hier, es ist geiles Wetter, blauer Himmel, aber es ist den ganzen Tag so sau, weiß ich nicht. Ja, so, weiß nicht, es ist schon Down-Wetter auf jeden Fall. Ja, genau. Und das ist die letzten Tage sowieso so und dann nach der Gangtour so, man ist so immer noch so angeschlagen. Ich habe auch auf Twitter vorhin gelesen, so, alle sind so fertig und sowas. Jeder ist und krank. Das ist so. Aber über was wollte ich noch mit euch labern? Ihr seid hier schon zu Besuch gekommen, also muss ich euch auch unterhalten, ne? Alter. Diese Wolke da oben ist so sau bedrohlich. Boah, die ist auch schnell. Ansonsten wollte ich euch noch sagen, das mit dem Crime-Merch, das läuft alles gerade. Wird so alles in die Wege geleitet, langsam kommen auf jeden Fall geile Sachen auf euch zu. Crime-Energy, Crime-Merch, alles krass, ne? Krasses Live, Alter. Ansonsten danke, dass ihr so zahlreich auf der Gangtour erschienen seid. Im Hintergrund sehen wir auch noch, hey, was machst du da? Kann man da hinschwenken oder sieht man, wo wir wohnen? Wir sehen Sarah, die spielt hier gerade Gärtnerin, um unsere Pflanzen richtig zu stutzen. Sowas braucht man ja auch. Was wir noch erzählen müssen ist, die Gang, nee, ist ja gar nicht am Freitag, ist ja morgen. Am Donnerstag. Schon. Ist ja morgen, heute ist also, Mittwoch, oder? Nein. Hey, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Ja, stimmt. Ja. Am Donnerstag ist der letzte Termin der Gangtour, das Grand Finale. The Grand Finale. The Grand Finale. Und Jengis hat ja gerade schon gesagt, die Leute sind gerade alle krank. Man muss hier immer scharf stellen, ey. Die Leute sind ja gerade alle krank, die YouTuber, aber es ist trotzdem das große Finale. Ich bin mal gespannt. Ihr müsst auf allen Social-Plattformen den Leuten gute Besserung wünschen, damit ja, das auch uns, funktioniert. Lasst uns so einen Hashtag finden. Ja, okay, wie heißt der? Das gute so ein, Besserung. Nee, das ist zu low. Das ja, muss stimmt. So ein mega, mega Hashtag sein. In unseren Brains ist gerade das Meisterwerk entstanden. Es nennt sich Hashtag Finale Besserung. Diesen Hashtag verbreiten wir jetzt alle zusammen, damit sich alle besser fühlen und für den Donnerstag alle am Start sind. Ja, ja, das ist das. Aber eine wichtige andere Sache haben wir noch. Freunde, es ist ein Mysterium. Wann starten wir überhaupt damit? Wissen wir das schon? Ach so. Ich weiß nicht, ob wir es euch erzählen sollen, liebe Freunde. Noch nicht so detailliert. Ich glaube noch nicht. Okay, aber wir reißen nur. Das ist ein riesiges Geheimnis, machen wir hier gerade. Wir schmieden gerade das Geheimnis. So ein paar Pläne. Was? Wollen wir so ganz einen Funken streuen oder gar nichts sagen? 187. 187? Ja. Nee, das bringt nichts. Liebe Freunde, ich sage nur, das ist auch schon viel verraten. Wir werden in nächster Zeit temporär unseren Wohnort verlagern. Aber also, wir kommen hier wieder her. Wir kommen hier wieder her, aber wir werden woanders uns aufhalten eine längere Zeit. Und das ist alles, was wir euch verraten. Wir nehmen euch natürlich mit. Es wird sehr gut. Ja, das ist das Wort zum Sonntag hier. Es ist Dienstag. Ist auch so laut hier. Ich glaube, man hört uns gar nicht. Egal. Lass mal noch reingehen. Gebt einen Daumen für Sarah. Schaut euch das an. Wie fleißig. Guck mal, der Boden hier. So fleißig. Alles Baby, willst du auch gemacht. Noch was sagen? Nein, ich bin schüchtern. Ich möchte nicht sagen. Warum nicht? Ich würde mal sagen, das war's für heute, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. 2G1B ist heute auch angekommen. Euer Feedback ist wie immer grandios. Grandios. Wir können gar nicht genug Danke sagen. Im Moment ist alles wirklich mega. Also ja. ein großes Danke nochmal. Es ist gerade wirklich alles super. Es ist super alles. Wir danke für eure Hilfe. Danke für eure Hilfe und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt. Morgen. Ja, schon morgen. Liebe Freunde. Mein Name ist Cengiz Dokul. Snapchat, Cengiz Dokul, Instagram, Cengiz.
ich verabschiede mich für heute. Haut raus.